Der erste von Gruppe C ist der, ein Künstler namens Dino. Dino, okay. Es ist immer schwierig mit mehreren Leuten im Studio, Bruder. Also in der Booth sogar. Der Beat ist krank, der Beat ist krank. Komm die Cops, komm von der Sandale. Okay, Moment, ich würde direkt weiterhören eigentlich. Eigentlich ist es cool. Warte, ich muss was dazu sagen. Bruder, was du da gerade gemacht hast, finde ich krank. Ich sag dir, wie es ist, direkt. Das ist, warum ich gebuzzert habe. Ich finde das krank. Weißt du, was ich meine? Wenn die buzzern können, um ihre Meinung zu sagen, will ich auch buzzern, ja, um meine Meinung zu sagen. Up, Alter, ich finde das krank. Die Performance, deine Idee ist krank. Und auf jeden Fall, der Beat, die Beat-Auswahl, Bruder, hättest du gar nicht besser machen können. Sag ich dir ganz ehrlich. Ist echt gut. Wollt ihr weiterhören? Ja, auf jeden Fall, weil ich habe einen Taktfehler, glaube ich. Ich schicke Runden das mehrmals. Immer gut aussehen, mein Merkmal. Vor Gericht gibt es kein Verrat. Schieße Bälle weg, als wäre ich Lever. R9 Lewandowski. Ey, Ojiro, Ojiro! In der Lobby, ich rock KT und du rockst Tommy. Wesh, du rockst Tommy, Hilfiger. Die Kurse werden billiger. Ich drill Digger und Killzilla. Mein Brakima nennt dich ein Bitch, Digga. Flow wie Kobala. Ja, korrekt, Bruder. Korrekt, Bruder. Die Bitches deck ich, komm und vernetz dich. Viele der Jungs, die verletzt dich. Erzähle Storys und Killer K. Deine Bitch will mir ein Kind andrehen, weil sie weiß, Dino zieht meilenweit an euch vorbei. Für mich ist der Punkt schon gekommen, wo ich ihn beurteilen kann. Also ich kann schon was dazu ich sagen. Auch. Ja. Okay, Killer, also nicht mehr weiterhören? Ich wollte eigentlich weiterhören, aber ihr wisst, mittlerweile, ihr wisst ja ein bisschen, wie die zwei sind. Deswegen, ich mache einfach weiter. Also, das gab es schon öfter, aber das war trotzdem sehr, sehr cool. Ich gebe dem 8 Punkte für Freshness. Ich sag dir jetzt was, das könnte ein Ohrwurm sein. Flow und Stimme ist cool, aber die Lyrik waren nicht gut. Also die Lyrik waren für meiner Meinung nach so ein bisschen noch down so, aber ich gebe dir trotzdem 8 Punkte und Swag, Performance war für mich krass und der Beat war krass, genau, das packe ich jetzt noch mit da rein, auch wenn es zu Flex eigentlich gehört, packe ich das in Swag noch mit rein. 9 Punkte, das war echt cool, Mann. Okay, Killer, weiter, G-Money? 6 und dahinter die Jungs, also da schon die Jungs oder nur der? Nur der, Bruder, eigentlich. Der, Bruder. Ja, Bruder, wenn das, ich sage, wenn das mit den Jungs, ihr hättet eine 6 verdient, alle zusammen? Boah. Aber nur du, dann eine 2. Boah. Okay, Bruder. Hart aber fair. 8, 9. Radikal. Ja. Okay, weil die 9 bei Swag ist, weil ich auch die Jungs mitzähle. Mir egal, also, was du sagst, Colin. Kurzer Prozess. Du Sämel, Alter. Seid ihr ready für den nächsten Künstler? Gib mir den nächsten. Oh ja. Wie heißt der? Perdan. Perdan? Yeah. Mein Zimmer ist dicht und es riecht nach Cannabis. Fühle mich in Alligkeit, mein Herz ist Antarktis. Im Trikot von Iran rappt, ich steh meine 16 Bars. Du feierst meine Line, so riecht sie selber wie Hollywoodstars. Komm mal runter von deinem Film. Komm mal runter, denn in meinem Area darfst du nicht fliegen. Hoff nicht, dass du auf mein Level kommst, denn ich bin eh der King. Ich bin nicht der Erste, doch ihr höre zu dem besten Game. Well, alle sind eklige, das Zweite nennt sich Bruder. Doch in Wahrheit wollen sie nur an die Prophetie, mein Bruder. Jeder würde seine Seele verkaufen für den weißen Puder. Deine Bitch macht ihre Beine breiter für die kleine Butter. Brüder gibt's nicht, hier darfst du keinen trauen. Alle sind Gang, einfach doch verhalten sich so wie die Frauen. Pass gut auf, denn Ratten und Schlangen sind jetzt in den Raum. Was soll ich dazu sagen, mein Bruder, lass gedrückt, wieso hast du gedrückt, Bruder? Ja, der Bruder, der ist cool, ja, der ist cool. Der hat seine Art, der ist aggressiv. Habt ihr genug gehört, um zu beurteilen? Ja, ich würde schon sagen. Ey, Bruder, bitte mach nicht die ganze Zeit diese Rauchlern, Alter. Wir sterben bei jeder Beurteilung, Alter. Das ist aber ehrlich, Bruder. Ich puste das auch die ganze Zeit. Reicht doch, Bruder, ja, Wunder. Okay, ich mach weniger Rauch. Okay, ich gehe ganz schnell durch. 7, 7, 6. 5, 6. Ey, nee, was sag ich da? 7, 8. Und Stein, der ist der Erste. Halt euch fest. Halt euch fest. Headshot ist 5! Warum? Wie, Bruder, das ist so Stil, weißt du? So ist das. Weißt du, ich will ja nicht sagen, wie der Bruder sagt, Gucci oder nein. Weißt du, aber so ziemlich wie Jugendlicher. Aber was gefällt dir an seinem Style? Sein Lacoste-Pulli. Okay. Okay, Killer, mach. Okay, ich respektiere es. El Giro. 7, 7, 7.
Oh yeah, he's flying with 777, Bruder. Boeing 7, nee, was war das? Airbus 77, Boeing 77? Egal, scheiß drauf. Kurzer Prozess. Seid ihr bereit für den nächsten Künstler? Ja, Bruder. Wer ist das? Rasha. Oh mein Gott. Der Beat ist Killer, ja? Stimmt auch gut. Ich hoffe, er macht was draus. Dieser Beat ist schon geil. Weit, 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 weit. Ja, ja. Du bist so weit, weit weg. Ich kann dein Gesicht nicht erkennen. Hol mich aus dem Dreck. Wenn Scheine funkeln, doch ich schau sie wieder alle weg. Du bist so weit, weit weg. Weit, weit weg. Du bist so weit weg. Ich kann dein Gesicht nicht erkennen. Mir gefällt's. Mir gefällt's. Sorry. Dürfen wir direkt beurteilen? Sorry. Oder wollte ich noch was sagen? Ich bin immer so, wenn mir was gefällt, Schock, muss Bruder. Ich oft drücken. Du bist so richtig Schock, Bruder. Er chillt da einfach nur so. Also, Jungs, was mache ich mit denen hier? Ja? Was mache ich mit den Jungs hier, Alter? Dieser Junge ist super. Also ich fange auch. Sollen wir ihn bewerten? Geil. Darf ich ihn bewerten? Wollt ihr direkt in die Bewertung reingehen? Ja. Okay, ich sag Kreativität, gebe ich dem eine 9, muss ich ehrlich sagen. Hat mehrere Gründe, aber wird zu lange dauern. Dann Lyrics und Inhalt. War nicht stark, Bruder, muss ich sagen. Das war, also dieses weit, weit weg ist cool, aber man kann es ausbauen. Flow und Stimme, ich gebe dir 8 Punkte. Das war nur der Refrain, glaube ich. Du hast doch gar nicht die Lyrics gehört. Nee, der ist doch schon weitergegangen. Ehrlich? Ja, klar. War das nur der Rapper? Das ist nur die Hook. Ja, das ja, war nur die Hook? Ist eine lange Hook, aber ist nur die Hook gewesen. Bruder, mach doch die Intros ein bisschen kleiner, Bruder, ja. Auf jeden Fall war es trotzdem nicht so meins, wenn ich das beurteilen kann, was ich jetzt gerade gesehen habe. Ich gebe ihm trotzdem 8 Punkte. Warte, was habe ich beim ersten gesagt? Auch 8, ne? 9. 9, 8, 6. Okay, Killer G-Money. 8, 8. Ich hab immer Probleme mit mir, ich seh das. Ja, 3, komm. Ja. Ja, ey, das ist doch Jordan. Bruder. Ja, deswegen 3. Das ist doch die 3. Okay. Also hätte jetzt Lacoste, wär eine 4. Okay, okay, ich verstehe Bruder, schon langsam. Bruder, wer von ihm eine 3 kriegt, ist schon krass. Ja, ja. Das möchte ich so krass, der. Ja, ja, Bruder. Das eine 1 ist korrekt. Eine 1? Sieh das in der 4 ausreichend. Ja, so, machen wir weiter mit El Giro. 777. 777. Ha, okay. Wieder kurzer Prozess. Next one. Und dann gehen wir weiter mit dem nächsten Künstler. Aber hallo. Der nächste Künstler ist Rio. Real Talk, Real Talk. Ein letzter Blick aus dem Fenster auf unseren schönen Planet. Der allergrößte Beweis dafür, dass Schönheit vergeht. Hey Jimani, er trägt Nike, wa? Er trägt Nike, wa? Was sagst du dazu? Du wirst was dazu sagen. Was sagst du denn dazu? Könnten wir ganz kurz pausieren? Können wir den nochmal von vorne hören? Weil der rappt ja deep, da muss man schon ein bisschen hinhören. Ja, man Alter. Muss hinhören, auf jeden Fall, ja. Deswegen lass mal einmal hinhören, Bruder. Also kein Disrespect an Rio, aber ich will auf jeden Fall einmal richtig hinhören, was der sagt, Bruder. Weil der hat ja eine Message irgendwo. Ein letzter Blick aus dem Fenster auf unseren schönen Planet. Der allergrößte Beweis dafür, dass Schönheit vergeht. Man sieht uns alle verzweifelt nach einem Neustartknopf suchen. Erfolglos. Aber was wäre wenn? Gemeinsam denken, anstatt Grenzen zu ziehen. Wenn wir gemeinsam helfen, statt den Helden zu spielen. Wenn wir aufhören, förderschrammende Wälder zu ziehen. Doch wenn wir G-Money. Das ist nicht mein Ding. Ich weiß nicht, das ist so. Bruder, so, ich krieg manchmal auch. Bruder, das ist nicht mein Ding. Okay, ja, berechtigt. Ist alles gut. Na, ist doch, ist es nicht sein Geschmack? Bruder, ey. Der lachte mal, der Junge. Im Endeffekt. Worum es sich geht, wenn ihr diesen Rapper auf Instagram sehen würdet, ne? Wenn ihr euch das anguckt, wenn ihr den Knopf drückt, dann habt ihr schon weiter geswiped. Weißt du, was ich meine? Schon, aber wir sind hier 3 Leute, deswegen ich würde es gerne weiterhören. Also tut ihr mir den Gefallen, damit wir das mal. Also, ich weiß nicht, was. Jerry Chester, aber du willst. Doch, auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber wie weiter geswiped? Also, das ist weiter swipen. Nein, das ist im Prinzip ist es ja so, wenn dir was nicht gefällt, ist ja auf deinem Handy guckst du ja auch so, ist nicht cool, ist nicht cool, ist nicht cool. Wenn er da drauf guckt, ist das genau dasselbe. Deswegen ist es berechtigt. Ich gucke mir keine Rap-Videos auf Instagram. Ja, egal. Sollen wir weiterhören? Können wir weiterhören? Ja, lass mal ganz kurz weiterhören.
Die Lyrics zu bauen, hätten wir Brücken geschlagen, anstatt dauernd zu rauben. Hätten wir auf unser Herz gehört, statt anderen Augen zu glauben. Hätten wir heute noch was übrig, statt was Neues zu brauchen. Wir haben Schlachten geschlagen, wir haben Täler durchkämmt. Wir haben Berge verändert, wir haben Meere bestreckt. Haben bewusst voller Abgehör auf falsche Fährten gelenkt. Haben Dinge, die anderen schaden, zu viel fertig. Ja, okay. Okay. Ready zur Bewertung. Zwei Leute gebuzzert. Okay. Manchmal ist es wichtig, dass der Inhalt besser ist als die Optik und als das Drumherum. Also ich kann auf jeden Fall sagen, für die Freshness, Ähnliches gab es schon mal, gebe ich dir trotzdem 7 Punkte für Lyrics und Inhalt. Endlich mal jemand, der so sich auch Gedanken darüber macht, was heutzutage auf der Welt abgeht. Für mich kriegt er 10 Punkte. Und für den Swag-Auftritt, Bro, das ist so, ist alles cool, so ist cool, ist ein solider Auftritt, gebe ich dir 6 Punkte für. Okay, perfekt, weiter mit G-Money. 2-2, Anzug von Nike. Weil Nike. 2-2-2? Nike ist 2-2. Bruder. Du hast das Ding direkt, verdammte Scheiße. Okay, hey, Giro. Fresh gebe ich 4. Flex gebe ich 9. Der Text war gut, auf jeden Fall. Swag 5. Okay, Killer, damit sind alle Punkte da für Rio. Seid ihr bereit für den nächsten Künstler? Wir sind immer bereit. Rio auf jeden Fall sehr, sehr cool, ja. Wirklich, feier ich. Ist das schon mal Trap? Ich bin Classic, so wie 90s. Du beeindruckst keinen mit der Fülle Blind Jeans. Du bist nicht krass, nur weil du etwas weiß dealst. Ich übernehme das Biss, weil ich weiß wie. Nenn dich nicht Free, so heißen meine Nikes. Und wenn Blei fliegt, weißt du, ich bin auf Side. Oh, der erste richtige Buzzer von El Giro. Bruder, ist nice. Nice, Bruder. Das ist nicht dein Ding. Doch, das ist nicht mein. Bruder, vieles war bis jetzt nicht mein Ding. Aber man muss das aber auch ein bisschen objektiver beurteilen, glaube ich. Also man darf jetzt, boah, sollen wir so richtig nach eigener Meinung gehen, Alter? Ja, aber wie, ich kann auch Meinung von Leute gehen. Nein, also man kann ja mal ein bisschen objektiver sein, weißt du? Neutral, so, ja. Deswegen meine ich ja. Ja, voll, oh, absolut, deswegen absolut. Deswegen sage ich ja, das ist nice, was der da gemacht hat, auf jeden Fall, weißt du? Das ist nice, so, Bruder, aber ich bin jetzt schon ready zu bewerten, weißt du? Weil ich genau mir vorstellen kann, wie das ausgehen wird. Ich glaube, ich auch. Deswegen wollte ich nicht weiterhören, das habe ich gebuzzert. Weil er ist so ein guter Rapper, sagen wir mal so. So, ne? Wir können eigentlich schon durchziehen. Okay, dann geht's direkt weiter zur Bewertung. Ich fick diese scheiß Nebelmaschine, hör doch auf, Bruder, willst du uns umbringen, Alter? 666, Bruder. Nein, 667 wegen dem Scorpion auf seinem Ding. 667. G-Money. 3, 2, 1. Ich hoffe, irgendjemand hat Lacoste, Bruder, dass er 10 geben muss. Ich schwöre, aber ehrlich. Der weiß bald, wo ich 10 gebe. Was sagst du? Ja, Mann. Ey, 6, 6, 7. Geil. Aber auf jeden Fall viel Erfolg dem Bruder. Ja, viel Erfolg. Ey, allen viel Erfolg, bevor ich jetzt hier, bevor die mich jetzt alle dissen müssen. Viel Erfolg an euch alle, Jungs. So, dann sind wir bei der Gruppe D angekommen.